Moin moin und hallo, mein Name ist Olaf Mattis und ich bin der Geschäftsführer der Hamburger Firma Living Puppets. Wir stellen unter anderem Handpuppen und Handspieltiere her. Außerdem muss ich mich einmal pro Woche in einer Tennistrainingsgruppe mit dem Moderator dieses Podcasts herumschlagen. Aber irgendwas ist ja immer. Heute ist Freitag, der 12. April und hier kommt die Episode 129. Bäcker am Morgen. Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt. Danke, Olaf, und Grüße zurück an meinen überaus charmanten Tennispartner. Guten Morgen und herzlich willkommen. Was haben wir heute für Sie vorbereitet? Was erwartet Sie zum Start ins Wochenende? Zum einen gehen wir der Frage nach, warum das mit den Bauprojekten nicht nur in unserem Land, sondern auch hier in Hamburg eher so semi läuft. Die Stichworte sind Verschiebung der Eröffnung des neuen Westfield-Quartiers und die Bauzeit von 18 Jahren für eine Brücke. Okay, es ist die Brücke schlechthin, die neue Kühlbrandbrücke, aber vielleicht geht das nur mir so. Es kommt einem doch etwas zu lang vor. Also, zweimal sprechen wir über Bauwerke und dann beschäftigen wir uns mit der Frage, dürfen Gäste in Zukunft auch in Restaurants oder zumindest in den entsprechenden Außenbereichen kiffen? Seit dem 1. April, seit der Teillegalisierung, tauchen so nach und nach ein paar sehr interessante Fragen auf, wie denn das praktische Handling von diesem Gesetz aussieht. Dazu gleich mehr. Aber am Anfang ergründen wir, was im neuen XXL-Einkaufscenter in der Hafen City schiefläuft. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Superstar Rita Ora hatte Zeit, der Bürgermeister auch. Ohne dass ich da jetzt einen Zusammenhang herstellen möchte im Sinne von beide haben den gleichen Promi-Status, der Bürgermeister möge mir verzeihen. Aber Fakt ist auch, eine Eröffnung des neuen Westfield-Quartiers ohne Peter Tschentscher ist ja kaum vorzustellen, Rita Ora hin oder her. Auf jeden Fall wird die Eröffnung verschoben. Nochmal zur Erinnerung, gestern Seite 1 die große Anzeige im Abendblatt, über Vorfreude, noch 14 Tage. Mann, oh Mann, unser Chefreporter Uli Gastorf bei uns im Podcaststudio. Wir beide hatten vor ein paar Tagen noch die Frage erörtert, ob das neue Quartier rechtzeitig fertig wird, sprich bis zum 25. April. Da hieß es auf jeden Fall. Nun ist das Unwahrscheinliche eingetreten. Uli, das ist doch für Westfield eine Katastrophe. Das ist eine Superkatastrophe, genau. Am Donnerstag im Abendblatt noch angekündigt, es geht los in 2 Wochen. Am Donnerstag um 8.20 Uhr, da war die Zeitung aber natürlich schon gedruckt, dann die Nachricht, nein, es geht nicht los, es verzögert sich bis Ende August, also um 4 Monate. Schuld ist das Grundwasser, was irgendwie durch eine der Bodenplatten dort eingetreten ist und das auch noch irgendwie in einem sensiblen technischen Bereich, wo diese ganzen Geräte für dieses riesige XXL-Einkaufszentrum stehen. Gut, ich weiß nicht, ob sowas normal ist, aber es kostet einfach der Firma Westfield doch ein Höllengeld. Ich tippe doch mal, Uli, das läuft doch alles auf irgendwelche Versicherungsfälle hinaus. Ich würde mal davon ausgehen, dass sich Unibail-Rodamco Westfield, URW, wird sich jetzt erstmal mit demjenigen streiten, und der sozusagen diese Bodenplatte da eingebaut hat, wo das Grundwasser durchsickert. Das wird jetzt auf jeden Fall der Streitfall sein. Und dann muss man nachher gucken, wer was denn nun eigentlich von dem ganzen trägt, also welche Versicherung was trägt, auch was machen die Mieter noch selber geltend, also das ist ein Riesendesaster und es ist natürlich mega kompliziert. Ich habe also auch schon mit, wenn es dich interessiert, auch schon mit Mietern sprechen können, die sind gestern Donnerstagmorgen informiert worden, telefonisch, und der Axel Strelitz, der dort bekannte Hamburger Gastronom, der auch hier Clubhaus St. Pauli macht und sowas, er sagt, ich war erst total sprachlos. Ja. Also sie konnten das gar nicht glauben. Dann der Kollege, der das indische Restaurant Kardamom aufmachen will, der auch schon in der City ist und der da ein großes Projekt plant, der sagt auch, Uli, das war also für ihn, er konnte es gar nicht fassen. Weil das einfach so, es ist so surreal, das Ganze. Also wie gesagt, ich war mit dem Deutschlandchef noch vor 2 Wochen auf der Baustelle. Haben wir noch ausführlich hier darüber gesprochen. Haben wir darüber gesprochen. Und da hat er zu mir gesagt, dass dieser Termin wirklich auch in Stein gemeißelt ist. Ich weiß dieses Zitat noch, weil ich es mir heute nochmal angeschaut habe. Ja, und jetzt kommt dann so ein bisschen Grundwasser und schon ist das Ganze halt. Ja, so ein bisschen Grundwasser ist natürlich von dir fast schon liebevoll ausgedrückt. Aber es gibt, also erstmal müssen wir festhalten, die Verantwortlichen und auch die Lädenbesitzer, die dort jetzt an den Start gehen, für die tut's uns total leid. Also das müssen wir ja mal sofort sagen. Also da ist überhaupt gar keine Häme jetzt bei uns im Spiel nach dem Motto, haha, jetzt seht mal, das viele Geld hat auch nicht geholfen. Das ist einfach sehr, sehr traurig. Und da finde ich, kann man schon fast sagen, ihr tut uns leid. Und ein bisschen Mitgefühl haben wir auf jeden Fall auch. Das andere Problem, was ich jetzt tatsächlich natürlich auch nochmal sehe,
Es war ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, diesen Weltstar zu engagieren zu einem ganz bestimmten Tag, Rita Ora. Die hat jetzt, also sie sitzt nicht zu Hause irgendwo und sagt, wann ruft denn Westfield mal an, ich habe hier in meinem Kalender keine Termine. Das jetzt mit der neu zu koordinieren, das wird nicht einfach. Genau, es ist natürlich so, wenn ich Rita Ora, wenn ich mit ihr keinen Ausweichtermin finde, dann muss ich sie mehr oder minder zahlen, ist ja klar, ne? Mhm. Also ob die nun wirklich Ende August Zeit hat, das steht nicht fest. Aber ich gehe davon aus, weil auch das ist schon klar und das wäre auch eine gute Nachricht. Die hatten ja, wie gesagt, 4.000 zum Konzert eingeladen, 1.500 für morgens zu der Eröffnung mit Chencha. Also sie halten daran fest, dass es, wenn Ende August, wie gesagt, ein genauer Termin steht noch nicht, es soll wieder eine Riesensause geben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Rita Ora nicht kann, dann kommt vielleicht ein anderer Weltstar. Aber es wird irgendwer kommen, der irgendwie, den man irgendwie kennt. Ja, sonst zur Not Lotto King Karl kann wahrscheinlich. Ja, du, es kann ja sein, dass es, nein, aber es kann ja auch sein, dass das Budget dann weg ist, ne? Und dass man dann tatsächlich auf, sag mal, Local Heroes zurückgreift. An den Local Heroes wird es nicht scheitern, aber, sorry, Rita Ora wäre natürlich schon irgendwie cooler. Also, wir drücken den Machern vom Westfield-Quartier die Daumen, dass sie das Grundwasser und die nachfolgenden Probleme in den Griff bekommen. Dank an unseren Chefreporter Uli Gastorf. Von einem Megaprojekt zum nächsten. Obwohl, bei dem Projekt, über das wir jetzt sprechen, haben die Bauarbeiten noch gar nicht begonnen. Und der Einweihungstermin, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, aber es wäre leicht überoptimistisch, wenn sich der Bürgermeister diesen Termin in seinen Dienstkalender eintragen würde. Denn es dauert noch 18 Jahre bis zur Vollendung. Wir sprechen, na klar, von der neuen Kühlbrandbrücke. Hatten wir eben schon mal erwähnt, die Kühlbrandbrücke. 18 Jahre Bauzeit. Kein Witz. Andreas Dey aus unserer Landespolitikredaktion. Hast du nicht auch ein bisschen gelacht, als diese Bauzeit zum ersten Mal der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde? Ja, man weiß bei solchen Zahlen immer nicht, ob man lachen oder weinen soll. Auf der einen Seite ist das so ein bisschen typisch deutsch und wir haben uns eigentlich schon daran gewöhnt, dass solche Projekte bei uns ewig lange dauern. In dem Sinne könnte man drüber schmunzeln, aber auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass wir 18 Jahre brauchen, um eine Brücke zu bauen, die andere Länder, und da meine ich jetzt nicht nur Schurkenstaaten, sondern auch Dänemark oder Frankreich oder Schweden, in ein paar Jahren bauen. Ja, aber was ist denn dann die Begründung? Ist es tatsächlich einfach nur die Bürokratie oder sind wir zu doof? Nein, zu doof sind wir nicht. Es ist im Wesentlichen die Bürokratie oder unsere Genehmigungsprozesse. Bei uns sind halt diverse Sachen vorgeschrieben, bis ins Detail, die es so in anderen Ländern nicht gibt, zumindest nicht in dieser Ausprägung. Und das hält das ganze Verfahren wahnsinnig lange auf. Ich bin nicht der Superexperte, der jetzt immer ständig das Internet scannt und sagt, wo bricht denn weltweit mal so eine große Brücke zusammen? Ja, also das finde ich wäre ja immer noch mein Hinweis darauf zu sagen, naja, wenn wir das hier in Deutschland mal ein bisschen ernster nehmen, dann halten diese Bauten auch tatsächlich. Mhm. Andererseits haben wir aber auch sehr viele marode Brücken in Deutschland. Da frage ich mich immer, was haben diese ganzen Verfahren denn eigentlich gebracht? Also ist es nicht zu überambitioniert einfach, was wir da machen? Sicherheit hin oder her, das ist doch völlig klar, dass auf Sicherheit geguckt wird. Naja, dass auf Sicherheit geguckt wird, ist sicherlich gut. Ich glaube, das erwarten wir alle, dass eine Brücke in Deutschland gefälligst nicht zusammenbricht, so wie da in Genua, in Italien oder vielleicht auch anderswo auf der Welt. Ganz korrekt. Insofern würde wahrscheinlich auch jeder zustimmen, wenn die Verwaltung sagt, wir planen da lang und gründlich dran, sodass das Ding am Ende auch hält. Das ist natürlich in Ordnung. Die Frage ist nur, ob es trotzdem dann so lange dauern muss. Denn da sind ja auch viele Punkte sicherlich bei, die wir so im Detail jetzt auch noch gar nicht kennen, die nichts unbedingt mit der Sicherheit der Brücke zu tun haben. Wenn wir also Monate und Jahre lang wahrscheinlich prüfen werden, welche Froschart im Kühlbrand lebt, welcher Schierlingswasserfenchel da wächst und gefährdet sein könnte und welche Vögel an der Brücke vorbeifliegen oder gegenfliegen könnten und so weiter. Das ist ja alles berechtigt, aber dann nehmen wir uns halt wahnsinnig viel Zeit für und das machen andere Länder so nicht. Und trotzdem können die auch stabile Brücken bauen. Sag mal, nur mal so ein kleiner Einschub und ich will das jetzt gar nicht irgendwie lächerlich machen, das Ganze, und nochmal auf diesen 18 Jahren rumhacken, aber die Original-Kühlbrandbrücke, die ja immer noch steht, die jetzt halt verschlissen ist, alles klar, wie lange hat die eigentlich gedauert zu bauen? Von der Entscheidung des Senats bis zur Fertigstellung 6 Jahre. Also genau ein Drittel der Zeit, die jetzt vergehen wird von Entscheidung bis Fertigstellung. Also mutmaßlich, wir wissen es ja noch nicht, kann ja auch viel später werden. Also unsere Vorväter waren da deutlich schneller. Darf ich nochmal, und das habe ich ja jetzt nicht Wikipedia entnommen, sondern tatsächlich deinem Artikel hier auf abendblatt.de. Du hast ein paar Beispiele angeführt, wie das in anderen Ländern läuft. Und ich finde, das darf man ja zumindest mal erwähnen. Also es gibt eine Schrägseilbrücke in Frankreich, die größte Schrägseilbrücke der Welt, 2,5 Kilometer lang, 340 Meter hoch.
3 Jahre Bauzeit. Alter Schwede, also da ist man schon beeindruckt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Und das sind eben nicht Schurkenstaaten wie Russland oder China oder so, wo das ohne Rücksicht auf Verluste durchgepaukt wird, sondern durchaus demokratische Länder. Wie gesagt, die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden, die ist 8 Kilometer lang und hat, ich glaube, 4 Jahre Bauzeit gebraucht. Also da zeigen ja Länder, dass das auch geht. Und es würde sich vielleicht lohnen, da mal drauf zu gucken, wie die das eigentlich machen. Es gibt ja entsprechende Überlegungen oder auch Ziele auf Bundesebene, das Bauen zu beschleunigen, ne, mit dem sogenannten Deutschland-Tempo. Und die Kölbrandbrücke wäre sicherlich ein geeignetes Objekt, um damit mal anzufangen. Andreas, ich tippe mal, die Vertreter der Wirtschaft, wenn ich das mal so als allgemeinen Überbegriff nehmen darf, die müssen doch irre werden. Ja, das ist so. Also die sind das natürlich auch gewohnt und insofern vielleicht auch nicht überrascht. Aber natürlich machen die Tempo, weil die diese Querung über den Kölbrand dringend brauchen. Ob nun Brücke oder Tunnel, ist denen, glaube ich, fast egal. Hauptsache, das kommt möglichst schnell und steht zur Verfügung, weil das einfach die wichtigste Verbindung zwischen den östlichen und westlichen Hafenteilen ist. Und da gibt es ja auch entsprechende Forderungen, doch bitte schneller zu bauen. Abschließend 2 Fragen. Die erste ist ein bisschen überspitzt formuliert und vielleicht hat sie einen Hauch, naja, ist ein bisschen Quatsch, was ich jetzt sage, aber mit der langen Bauzeit, also damit hat Herr Kerstin nun definitiv ausnahmsweise mal nichts zu tun. Nicht, dass ich wüsste. Er hat die Entscheidung im Senat zwar um eine Woche verzögert, aber die Bauzeit ist jetzt nicht sein Thema. Das sind im Wesentlichen unsere Gesetze. Und es kann natürlich auch sein, dass die Umweltbehörde auch noch ganz spezielle Wünsche äußert, was das angeht. Das ist mir aber bislang nicht bekannt. Das Verrückte ist ja, dass Leute gerade etwas beschließen oder auf den Weg bringen. Und wir können mal davon ausgehen, dass sie mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit zwar noch am Leben sein werden, wenn das Ding fertig ist, aber sie werden nicht mehr im Amt sein. Ist ja auch ein bisschen frustrierend. Ja, es ist in gewisser Hinsicht natürlich absurd. Allerdings ist das nun auch Teil unseres politischen Systems, dass Leute Entscheidungen treffen, ne, deren Umsetzung sie dann nicht mehr begleiten aktiv, ne, oder vielleicht auch gar nicht mehr erleben. Interessant finde ich, dass jetzt ja viele Leute daran gesetzt werden, die diese Brücke planen. Und auch da muss man ja darauf achten, dass die, sagen wir mal, höchstens Mitte 50 sind, weil sie sonst das Ende der Planung nicht mehr aktiv erleben werden. Und man muss sie dann irgendwann ersetzen und andere müssen ihren Job weitermachen. Also allein die Planung soll ja fast 10 Jahre dauern. Können wir hier in Deutschland derartige Projekte einfach nicht mehr? Stuttgart 21, Berliner Flughafen, Elbtower und so weiter und so weiter. Oder sind das nur die Ausnahmen und von den Bauvorhaben, die zack, zack über die Bühne gehen, bekommen wir nichts mit? Kann sein, aber ich glaube, wir haben da alle ein paar Zweifel. Und es wird nicht besser, wenn wir hören, was uns Andreas gerade über die neue Kölbrandbrücke erzählt hat. 18 Jahre Bauzeit. Danke an meinen Abendblatt-Kollegen Andreas Dey. Der 1. April ist schon wieder ein paar Tage her und eins steht fest, der Weltuntergang wurde mal wieder abgesagt. Sie wissen, worauf ich anspiele, auf die Teillegalisierung von Cannabis. Und natürlich weiß ich auch, es ist doch viel zu früh, auch nur eine Zwischenbilanz zu ziehen. Allerdings ploppen immer mehr scheinbar ungeklärte Fragen rund um das Thema auf. Zum Beispiel, was ist mit Kiffen in Lokalitäten? Unser Reporter David Walter ist jetzt hier im Podcast dabei. Ist das richtig? Es gibt eine Kultkneipe in Eimsbüttel, die hat schon am 31. März einen Zettel an die Tür gehängt. Bei uns ist Kiffen verboten. Stimmt das, David? Das ist die Glocke, die du ansprichst, ganz alt angediente Kneipe in Eimsbüttel. Die haben das direkt verboten, sowohl drinnen als auch draußen. Das wollen sie einfach den Gästen nicht zumuten und auch ihren Mitarbeitern nicht. Stimmt, die Mitarbeiter ist ja natürlich auch nochmal ein Thema, an das du bei der Geschichte denken musst. Nun, David, frage ich mich gerade, es ist ja sowieso eigentlich klar, dass du im Restaurant, in der Kneipe in der Regel nicht rauchen darfst. Die Leute gehen vor die Tür. Warum darf ich dann im Außenbereich denn nicht rauchen? Beziehungsweise in dem Fall sogar kiffen. Die meisten Läden verbieten das auch draußen, weil wenn Gäste daneben sitzen, die einfach nicht kiffen, das zieht zu denen rüber, auch die Mitarbeiter riechen das. Deswegen wird das meistens auch nicht erlaubt. Wenn ich mir das so vorstelle, es könnte auch eine Grundlage für einen schönen Film sein, David, weil eigentlich werden ja dann alle gemeinsam high, die Mitarbeiter und die Gäste. Genau, und dass die Mitarbeiter high werden, will man ja eher verhindern, vor allem in Bars, wo oft mit Messern hantiert wird. Man schneidet eine Zitrone für den Tequila. Wenn man da high ist, kann das ganz schnell mal ins Auge gehen. Eine Sache, die ich mich natürlich auch noch frage in dem Zusammenhang, David, nun ist es ja das eine, dass ich einen gastronomischen Bereich habe, wo ich theoretisch erlauben darf zu rauchen. Das ist ja das eine. Auf der anderen Seite müsste doch aber der Gastronom erstmal losgehen mit einem Zollstock oder mit einem Zentimetermaß und gucken, ob er tatsächlich 100 Meter von der nächsten Schule entfernt ist.
Genau, es gibt eben diese Sperrzonen, wo dann an öffentlichen Plätzen nicht gekifft werden darf. Die Frage ist, ob die Außengastronomie dazu zählt. Das wissen viele nicht. Manche denken ja, manche denken nein. Also einiges ist noch unklar. Also da gibt es auch tatsächlich noch keine Regelung oder vielleicht hat sich der Gesetzgeber da gar keine Gedanken drüber gemacht? Es gibt gesetzliche Regelungen, aber wie die dann ausgelegt werden, ist noch nicht ganz klar. Da muss man gucken, wie sich das in der Zeit entwickelt. Da wird auch bestimmt mal viel rumprobiert werden, dass manches in der Außengastro erlauben, andere nicht. Das wird sich alles mit der Zeit zeigen. Nichts Genaues weiß man nicht. Also wäre jetzt meine Interpretation. Wie wird das in Zukunft in den Gaststätten, in Kneipen, in Restaurants beziehungsweise in den Außenbereichen mit dem Kiffen gehandhabt? Vielen Dank für diese Infos an unseren Lokalreporter David Walter. Für heute können wir einen Haken dran machen. Noch ein kurzer Hinweis auf Episode 130, die gibt es nämlich morgen. Wir sprechen unter anderem über einen irren Boom, den gerade Tischtennis in Hamburg erlebt. Im Interview dann ein Spitzenspieler aus Hamburg namens Joja Wendt. Moment mal, der Joja Wendt, der Klavierspieler? Genau. Außerdem, wir können es einfach nicht ausblenden oder ignorieren, Ausländerkriminalität. Besonders in dieser Woche ein großes und natürlich brisantes Thema. Wir sprechen morgen mal mit einem Mann aus dem, ich nenne das Maschinenraum. Damit meine ich unseren Polizeireporter. Er bekommt vieles ja aus erster Hand mit. Und er hat Migrationshintergrund. André Zantwakili. Wie sieht er das Thema? Ich sage nur, André hat eine eindeutige Meinung. Wenn Sie sagen, das halte ich aus, dann ist die Samstagsepisode für Sie, liebe Podcast-Freunde, genau richtig. Bis morgen und bye-bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft bleibt angespannt. Laut aktuellem Konjunkturbericht der Handelskammer bezeichnet jedes vierte Unternehmen seine wirtschaftliche Lage als schlecht. Besonders betroffen sind demnach der Handel und die Logistikbranche. Eine Radfahrerin hat in Bahrenfeld wohl für eine Busvollbremsung mit mehreren Verletzten gesorgt. Die Jugendliche soll bisherigen Erkenntnissen nach gestern Abend bei Rot über eine Ampel an der Stresemannstraße gefahren sein und dabei einen ankommenden Bus übersehen haben. 5 Fahrgäste wurden bei der Vollbremsung des Busses leicht verletzt. Weil sie Unterschriften auf Ausbildungsverträgen gefälscht haben soll, muss sich ab heute eine Unternehmerin vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. Für mehrere tausend Euro soll die Angeklagte die Ausbildungsverträge ohne Wissen der Firmen dann nach Vietnam vermittelt haben. Einwanderer sollten damit ein Visum beantragen können. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.